Leute, endlich gibt's wieder eine Runde. Ein Holzkopf mit Was ist die beste Superkraft? Featuring Weilam und Snappy Inc. Und ein Holzkopf, das hatte ich in seinem Community-Tab gesehen, hat sich jetzt auch einen Twitch-Account gemacht. Schaut dort auch gerne vorbei, wie immer. Supportet, lasst ein Like da, ein Abo da und ja, jetzt legen wir mal los. Ich bin gespannt, Alter. Beste Superkraft. Go! Lass uns mal kurz das Fenster aufmachen. Jeder von euch hat sich bestimmt schon mal gefragt, wie es wäre, eine Superkraft zu haben. Oh ja. Und das auch nicht. Ey, hat das nicht jeder schon mal gemacht? Dieses zu gucken, ob man so telekinetische Kräfte hat und so ein Objekt einfach so bewegen kann? Also ich gebe zu, ja, ich habe es schon mal gemacht. Und auch mehr als einmal. Dass man irgendwie so... aber es hat sich nie was bewegt. Schade. Nicht ohne Grund. Denn der Gedanke, dass was Übernatürliches passiert, ist einfach super spannend. So spannend sogar, dass unzählige Bücher, Filme und Serien irgendwelche coolen, fiktive Elemente enthalten. Ich meine, selbst der Film, der die höchsten Einnahmen jemals generiert hat, ist ein Superheldenfilm. Außerdem gibt es auch verschiedenste kreative Konzepte und sehen auch verdammt cool aus. Und Punkt ist, Superkräfte zu haben, wäre echt spitze. Oh ja. Also nehmen wir mal findet ihr eine Lampe und keine Ahnung, es kommt ein Wesen raus, das dir die Superkraft deiner Wahl geben kann oder so. Was wäre dann die beste? Das wäre, ich glaube, ich möchte eher, dass er mir einfach irgendwas, obwohl irgendwas random nachher, habe ich irgendwie so eine lame Superkraft. Alles, was ich anfasse, wird Kaffee oder so. Junge, richtig blöd. Ich fasse schon wieder Kaffee. Was wäre die beste? Junge, Jesus war einfach für ein Superheld, oder? Der konnte doch irgendwie so Wasser in Wein verwandeln. Irgendwas habe ich mal gehört. Welche würdest du nehmen? Welche würde ich nehmen? Ich bin dumm. Wait. Welche Superkraft ich nehmen würde, wäre die Fähigkeit, alles erschaffen zu können, was ich will. Ein bisschen so wie Momo aus My Hero Academia, nur, dass ich das gewünschte Objekt zuerst zeichnen muss. Und je näher meine Zeichnung am Original ist, desto stabiler ist es. Das heißt, ich glaube, teilweise so... Zumindest, dass ich das so ein- und ausstellen kann, dass ich Gedanken lesen kann. Das wäre schon, glaube ich, ganz geil, oder? Das würde ich schon irgendwie... Oder fliegen. Ich weiß es nicht. Fliegen wäre geil. Gedanken lesen. Auch selbst Telekinesis. Ja, aber das... Nee, ich glaube, das brauche ich nicht unbedingt. Dass ich so Sachen bewegen kann. Bin gezwungen, besser im Zeichnen zu werden, damit ich das volle Potenzial... Unsichtbarkeit wäre auch geil. Unsichtbarkeit, ja. der Fähigkeit nutzen kann. Und das ist quasi unbegrenzt. Ich könnte, wenn ich gut genug wäre, alles machen. Hunger? Einfach Essen machen. Broke? Einfach Geld machen. Faul? Einfach einen Klon machen. Warte, einen Klon machen? Und wenn jetzt irgendein Bösewicht oder sowas ankommt, wäre ich jetzt auch nicht nutzlos. Ich kann ja auch jede Waffe kreieren. Ja, bei mir wäre die Superkraft richtig scheiße, weil ich kann nicht malen. Junge, ich male mir irgendein Schwert, es ist so krumm und komplett verrostet. Solange ich gut genug bin. Ja, eben. Und genau deswegen ist meine Superkraft die allerbeste. Ah, jetzt stellen die anderen ihre. Was wäre die beste? Für mich war spätestens seit die Unglaublichen klar, dass ich Eisfähigkeiten haben will. Ich meine, wer sieht bitte Frozone durch die Gegend schlittern und will nicht sofort Eis aus den Händen schießen können? Stellt euch einfach mal die Möglichkeiten vor. Ich müsste nie wieder... Alter, das wäre schon ganz geil, weißt du, wenn du bist so Skifahren und die Piste ist nicht so geil. Alter, auf einmal bam, Eis! Obwohl, ich will ja nicht auf Eis Skifahren. Ja, ich müsste das vielleicht, also die Superkraft müsste auch Schnee machen können. So schön präparierten Schnee. Irgendwo hinlaufen, ich würde überall wohin schlittern und dabei würde ich verdammt cool aussehen. Ich könnte jeden Teich und jeden See spontan in eine Eislauffläche verwandeln. Ja, ich aber könnte die Fische. Zu den Polen fliegen und eigenhändig die Gletscher retten. Natürlich würde ich damit nicht nur Gutes tun. Wen will ich veräppeln? Stellt euch einfach mal vor, es ist kalt draußen und jemand kommt euch blöd. Einfach kurz ekelhaft vollgeschwitzte Socken einfrieren lassen. Dann kann er den Rest des Tages schön nasse Socken tragen. Und deswegen ist meine Superkraft ja wohl die beste. Sie ist komplett krank. Die Superkraft, die ich gerne haben würde, wäre Teleportation. Wer den Film Jumper geguckt hat, kann schon wissen, was er kommt. Ja, den habe ich auch gesehen, Jumper. Mega geiler Film. Ja, Teleportation wäre auch geil. Ich frage mich nur, wie dieses Konzept der Teleportation genau läuft. Was passiert denn, wenn ich aus Versehen mich in eine Wand teleportiere? Bin ich dann instant tot? Ja, oder? Das wäre blöd. Man kann überall sein, wo man will. Man kann Geld haben. Illegal. Nie mehr Zeitdruck, glücklich zu sein und so weiter. Ihr kennt's, man war unterwegs und man hat keine Lust auf die Heimfahrt. Und schwupps, back home. Am Abend kurz in Tokio Abendessen, Wochenendtrip überall, wo man sein will, ohne Geld auszugeben. Dabei würde ich auch meine Höhenangst verlieren, denn
Wenn ich runterfalle, teleportiere ich mich einfach runter. Und eigentlich ist Teleportieren wie Fliegen. Wenn ich mich die ganze Zeit am selben Ort teleportieren würde in der Luft, fliege ich ja eigentlich. Ja, aber dann könnte man ja auch einfach fliegen. Okay, es kommt drauf an, wie schnell könnte man dann sozusagen als Mensch werden. Weil das wäre schon geil. Stell dir vor, du kannst überall hinfliegen, wo du willst. Und ich müsste auch keine Angst mehr haben vor Einbrecher oder irgendwas. Ich fasse die an, teleportiere mich ins Ozean. Ja, Moment mal. Eben war doch noch die Frage, dass du dich teleportieren kannst. Das bedeutet ja nicht, dass du alles... Stimmt. Ja, doch, muss ja. Teleportation macht gar keinen Sinn. Warum werden denn bei Teleportation meine Klamotten mit teleportiert? Also, normalerweise müsste ja nur ich mich mit teleportieren und bei dir nach jedem Teleport bin ich einfach nackt. Ich stehe dann da so, bin so mitten in Tokio, wie ihr gesagt habt. Auf einmal so, upsi, Entschuldigung. Also, das müsste noch ein bisschen ausgearbeitet werden, weil woher weiß denn die Teleportation, dass ich meine Klamotten, dass ich meine Unterhose mitnehmen möchte und, ne? Also... Und ein bisschen unausgereift, die Teleportation. Ich glaube, ich nehme dann doch eher Fliegen, weil da kommen meine Klamotten mit. Es sei denn, ich bin so schnell, dass plötzlich meine Hose wegfliegt, weil sie vielleicht ein bisschen locker ist. Man weiß es nicht. Also, ja, ist schwierig. Ich glaube, ich finde Gedankenlesen schon geil. Ja, aber es ist nicht so aufregend, Gedankenlesen. Aber dann wüsste ich so, okay, guck mal da, Paletto so. Paletto bei so einem Date. Geht dann da so hin und dann weiß ich direkt, ob die Dame, ob ich das gut mache da bei dem Date. Da weiß ich direkt, okay, sie sagt... Oh Mann, dieser Typ ist total langweilig. Und ich so... Gut, okay, weiter. Übrigens, stimmt, habe ich in einem anderen Video hoffentlich auch schon... habe ich gesagt. Frohe Ostern, Leute. Schön, dass ihr hoffentlich vielleicht ein bisschen ein paar Eier bekommen habt. Ostereier. Oder vielleicht das ein oder andere kleine Geschenk. Hier der Donnerwetter am Mount Schmeverest. Habe ich auch schon den ein oder anderen gesehen. Cool, danke. Also... Ne? Und natürlich auch an alle, die keine Ostern feiern, schöne freie Tage. Und teleportiere mich wieder zurück nach Hause. Ja, ohne Hose. Und deswegen wäre meine Superkraft ja wohl die allerbeste. What? Deine Superkraft soll besser als meine sein? Ich kann fast alles einfach so kreieren. Natürlich ist meine besser. Nein. Meine ist besser? Meine ist besser. Wenn wir fighten würden, würde ich locker gewinnen. Niemals würdest du gewinnen. Okay, dann lass uns doch kämpfen. Oh oh. Okay, wenn ihr wollt. Ob. Hier. Hä? Oh. Oh, jetzt wird's ernst. Scheiße. Junge, what? Ist das denn gerade? Ja, Moment mal, ich dachte, er kann sich nur teleportieren. Warum ist er denn jetzt auf einmal super stark? Alle da? Vielleicht sind all unsere Superkräfte doch ungefähr gleich gut. Ja. Yep. Yo, danke an Bylam und Snappy, dass sie bei diesem Video hier mitgemacht haben. Ja, schaut auf jeden Fall bei ihnen vorbei. Links in der Beschreibung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Snappy. Liked, abonniert bitte den Kanal und schaut euch auf jeden Fall mit. Hab ich schon. Lohnt sich. Aber ich habe noch kein Like dagelassen. Wieder ein geiles Video von Holzkopf. Ohne Witz.